Hallo und herzlich willkommen. Das ist unser heutiges Muster. Es ist ein wunderschönes und verspieltes Muster, welches ganz einfach ist und ideal auch für Anfänger. Dieses Muster besteht aus einer Maschenzahl teilbar durch 2 plus 2 Randmaschen und 2 Musterreihen. Ich habe 14 Maschen auf meiner Nadel, 12 davon für mein Muster und 2 sind meine Randmaschen. Eine Rückreihe linker Maschen habe ich bereits schon gestrickt, damit das Muster auf der Vorderseite erscheint. Und nun fange ich mit der ersten Musterreihe an. Meine Randmasche stricke ich rechts. Und jetzt 2 Maschen rechts verschränkt. Ich steche von hinten in 2 Maschen ein, hole mir den Faden durch beide Maschen und lasse alle Maschen noch auf der Nadel. Die erste Masche von der linken Nadel lasse ich fallen und stricke die zweite Masche rechts verschränkt. Ich steche von hinten in die Masche ein und stricke diese rechts. Und das wiederhole ich jetzt bis zum Ende der Reihe. Von hinten rechts verschränkt in 2 Maschen einstechen, den Faden durch beide Maschen nach vorne bringen. Erste Masche von der linken Nadel fallen lassen und die zweite Masche rechts verschränkt stricken. Und nochmal, 2 Maschen rechts verschränkt und alle Maschen noch auf den Nadeln lassen. Die erste Masche von der linken Nadel fallen lassen und die zweite Masche noch einmal rechts verschränkt stricken. Und das wird wiederholt bis zum Ende der Reihe. In 2 Maschen rechts verschränkt einstechen, Faden durch beide Maschen nach vorne bringen. Die erste Masche von der linken Nadel fallen lassen und die zweite Masche rechts verschränkt stricken. Und meine Randmasche stricke ich rechts. Zweite Reihe. Randmasche rechts und nun werden alle Maschen links gestrickt. Bis zum Ende der Reihe alle Maschen links stricken. Und die Randmasche stricke ich wieder rechts. Machen wir die 2 Reihen nochmal zusammen. Randmasche rechts. Von hinten in 2 Maschen einstechen. Faden durch die Maschen nach vorne ziehen. Und die erste Masche von der linken Nadel fallen lassen. Die zweite Masche stricke ich nochmal rechts verschränkt. Und nochmal. In 2 Maschen rechts verschränkt einstechen, Faden durch beide Maschen nach vorne holen. Die erste Masche von der linken Nadel fallen lassen, die zweite rechts verschränkt stricken. Und auch das wiederholen wir jetzt bis zum Ende der Reihe. Es ist ein wirklich sehr, sehr einfaches Muster, welches ganz leicht und schnell gestrickt ist. Und meine Randmasche stricke ich wieder rechts. In der zweiten Reihe fange ich mit der Randmasche an, die ich rechts stricke. Und nun werden alle Maschen bis zum Ende der Reihe links gestrickt. Und das ist das Geheimnis dieses Musters. Randmasche stricke ich wieder rechts. Und nach ein paar Reihen haben wir dieses wirklich sehr schöne Ergebnis. Probiert es aus, es lohnt sich auf jeden Fall. Ich bedanke mich für eure Zeit. Bitte nicht vergessen, Kanal unterstützen mit einem kostenlosen Abo. Und ich freue mich über ein Like und einen Kommentar, wenn es euch gefallen hat. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.